Nach der Verkündung von 21 Todesurteilen gegen Anhänger eines Fußballvereins in Port Said ist es zu schweren Ausschreitungen in der ägyptischen Stadt gekommen. Mindestens 22 Menschen starben, 200 wurden verletzt. Die zum Tode Verurteilten sind Fans des örtlichen Clubs Al-Masri. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie für den Tod von 74 Menschen bei Fußballkrawallen vor einem Jahr verantwortlich sind. Die ägyptische Justiz muss sich nun allerdings den Vorwurf der politisch beeinflussten Rechtsprechung gefallen lassen. Mit den harten Urteilen gegen die Al-Masri-Fans habe der Richter Stellung für den anderen Club bezogen, der eine wichtige Rolle beim Fall des ägyptischen Präsidenten Husni Mubarak gespielt habe, so Kritiker. Die Unterstützer des rivalisierenden Fußballvereins Al-Ali in Kairo freuten sich nämlich über die Entscheidung in Port Said. Am 1. Februar 2012 hatten mit Flaschen, Steinen, Messern und Pistolen bewaffnete Al-Masri-Fans in Port Said die Profis von Al-Ali und ihre Anhänger attackiert.